Oh mein Gott, was hat er jetzt schon wieder gemacht? Ein Metallbogen. Was hat mich geritten, jetzt einen Metallbogen zu schießen? Ganz einfach, ich hatte mal Bock drauf. Und was ist es geworden? Es ist ein Semic Discovery geworden. Und zwar dieser hier. Also ich glaube, momentan sitze ich jetzt ziemlich im Schatten, aber das machen wir gleich nochmal im Wald. Also ich werde auch gleich loslaufen und zeige euch dann mal genau, was er kann. Und ja, kommt doch einfach mal mit. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, was ich hier habe. Ich habe also Komplettbogen Semic Discovery. Das heißt, wir haben das Mittelteil und sogar die Wurfarme. Ich weiß nicht, ob man es gerade lesen kann. Ja, genau. Und nochmal hier. Da. Das sind die Discovery-Wurfarme. In dem Fall sind es die R3-Wurfarme. Das heißt, die bestehen im Kern aus Schaum und sind dann Carbon-laminiert. Es gibt auch noch die R1. Die haben einen Holzkern mit Carbon-Laminat. Aber ich dachte mir, wenn schon künstlicher Bogen und Metall und sowieso, dann nehmen wir gleich alles. Ja, die Sehne ist eine von mir gemachte D97 Sehne, also Dynaflight, und hat 14 Strang. Ich habe ein gemessenes Zuggewicht von 53,5 Pfund. Schieße dabei die Goldtip Velocity Hunter, 30 zur Länge, 500 aus Bein, 70er Spitze, Protektorringe, und da komme ich auf ein Gesamtpfeilgewicht von 310 Grain. Ich habe den auch schon mal durch einen Chronographen gejagt und ich werde euch dann genau hier mal eine kleine Übersicht einblenden, und zwar zu den einzelnen Messergebnissen, bilden den Durchschnitt daraus, und da kommen wir dann auf die Pfeilgeschwindigkeit, die man so in etwa erwarten kann. Zugegeben, es sind sehr, sehr leichte Pfeile. Ich hätte mir persönlich bestimmt auch ein bisschen mehr davon erwartet, aber jetzt so beim Schießen, ich schieße den seit 2 Monaten, er macht einfach mal verdammt viel Spaß. Und weiter geht's. Ich möchte noch eine Sache zum Griff selber erzählen, und zwar der Griff, also die Griffschale, ist ziemlich schmal gehalten. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme mit, habe mich aber nach 20, 30 Schuss total dran gewöhnt. Und was mir danach aufgefallen ist,
Ist vielleicht bloß eine Kleinigkeit, aber ich finde es toll. Ich kann diesen Bogen ohne Armschutz schießen. Also ich möchte jetzt nicht empfehlen, also grundsätzlich ist ein Armschutz immer zu tragen, aber ich brauche keinen mehr. Warum auch immer. Also dieser Griff, der liegt mir wirklich extremst gut. Jo, was haben wir noch zu sagen? Das Mittelstück an sich 17 Zoll in der Länge. Macht mit diesen R3 Long Wurfarmen zusammen den 62 Zoll Bogen. Der Köcher, der ist jetzt, mein Gott, der ist halt extra, den kann man abnehmen. So, dann haben wir bloß noch den Bogen. Als Pfeilauflage habe ich eine ganz schlichte, einfache Plastik Arrow Rest, wie auch immer. Tut ihren Dienst, hält den Pfeil, lässt ihn los, kann man nicht viel zu sagen. Wer sich vielleicht gewundert hat, ich habe hier einen kleinen Dämpfer drauf. Das rührt einfach daher, dass der Bogen wie wirklich viele ILF-Metall-Carbon-Bögen doch deutlich Vibrationen erzeugen. Es ist jetzt nicht per se unangenehm, aber ich habe sie gerne raus. Und vor allem wird er dadurch nochmal eine ganz, ganze Ecke leiser. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Das da sind 50 bis 55 Meter. Sicher, der hätte jetzt besser sein können, aber erster Schuss und getroffen. Was will ich mehr? Ich bin fast ein bisschen wie sprachlos. Eine Kleinigkeit habe ich noch zum Bogen. Der Discovery ist relativ weich im Auszug. Das macht er oder behält er bei bis ca. 30 Zoll Auszug. Danach, man spürt es nicht unbedingt, aber man sieht es dann an der Waage, dass es deutlich hoch geht, das Zugewicht. Und wie gesagt, bis 30 Zoll, super Bogen. Danach müsste man wahrscheinlich nach was anderem suchen. Ich habe meine 29,75. Ich bin total happy, ich bin begeistert und ich denke, ich werde noch eine ganze Weile lang schießen. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ich mache für euch erstmal Schluss. Ich gehe weiter den schönen Parcours bei bestem Winterwetter und 10 Grad plus ablaufen. Und vielleicht mache ich noch den einen oder anderen Schuss. Und ich würde sagen, bis später.